Die Marktrisiken scheinen abzunehmen. Was die Anleger daraus machen, das erfahren sie gleich. Hallo Joachim, der DAX hat seit vergangenen Mittwoch leicht zugelegt, professionelle Anleger zumindest. Haben sich eher zurückgezogen und sind rausgegangen, also sowohl aus den Short- als auch aus den Long-Positionen. Wie erklärst du dir diese zunehmende Vorsicht? Ja, in der Tat äh, haben die institutionellen Investoren ihre Engagements zurückgefahren, sowohl die Optimisten, ein bisschen mehr die Optimisten, als auch die Pessimisten. Und äh, so kann man von einer abnehmenden Polarisierung sprechen. Das mag vielleicht dem Osterfest geschuldet gewesen sein, aber auf der anderen Seite haben ja die Marktrisiken eigentlich per se nicht abgenommen. Wir haben immer noch Inflationsängste in den Märkten, Rezessionsängste und so weiter. Aber die Marktteilnehmer, die Investoren, die scheinen das mit abnehmender Sensitivität wahrzunehmen. Wir sprechen da auch von Gewöhnungseffekten. Und das mag vielleicht dann beim einen oder anderen die Spuren hinterlassen haben, dass mit dem DAX hier an Bewegungen nicht allzu viel anzufangen ist. Und das spiegelt sich auch bei uns im Börse Frankfurt Sentiment Index nieder, das ist hier nämlich ein kleiner Rückgang von insgesamt zwei Punkten auf einen neuen Stand von minus fünf. Anders die privaten Anleger, da sind eher fünf Prozent, also sind nicht eher, sondern konkret fünf Prozent von der Short- auf die Long-Seite gegangen. Also ein kleiner Teil ist optimistischer. Insgesamt ist die Stimmung aber deutlich auch unter Null. Woher kommt diese unterschiedliche Positionierung? Nun, die Privatanleger, Edda, die haben ja sehr stark in der vergangenen Woche reagiert äh, mit äh, pessimistischen Einstellungen. Das ist offensichtlich korrigiert worden. Hier sind also fünf Prozent aller Befragten, wie du eben ganz richtig gesagt hast, äh, sind von der Short auf die Long-Seite gegangen haben, also gesehen, na, mit dem DAX, das geht mit den Abwärtsbewegungen nicht so vonstatten, wie das die Kommentatoren häufig in den vergangenen Tagen auch noch immer wieder beschworen haben, dass es nach unten gehen müsste mit den Aktienmärkten. Tatsächlich haben wir ja dann einen Wochenplus von 1,1 Prozent in der Punktbetrachtung äh, produziert und das mag vielleicht beim einen oder anderen Anleger hier Spuren hinterlassen haben, im positiven Sinne. Unterm Strich sind jetzt beide Gruppen gleichermaßen leicht im pessimistischen Bereich, zumindest was die absolute Punktzahl angeht. Siehst du das in der relativen Betrachtung auch so? Und vor allen Dingen ist, kann das eine Stütze sein für deutsche Aktien? Ja, Edda, in der Tat, äh, absolut sehen diese Zahlen eigentlich relativ harmlos aus. In der relativen Betrachtung haben wir es allerdings mit einem stärkeren Pessimismus zu tun. Der ist ja schon die gesamte Zeit vorhanden, auf Sicht von drei und sechs Monaten. Übrigens interessanterweise äh, bei den Privatanlegern sogar so noch etwas stärker ausgeprägt. Äh, unter dem Strich heißt das natürlich, äh, dass wir es hier nicht mit einem Pessimismus zu tun haben, der es extrem wäre. Wenn wir zum Beispiel in die USA gucken, zum Beispiel auf eine Befragung vom vergangenen Mittwoch, da hatten die US-Anleger extremen Pessimismus gezeigt, wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und das heißt natürlich, hier auf unserer Seite sind wir eigentlich ja schon fast ein bisschen optimistisch in der relativen Betrachtung, vor allen Dingen, wenn man auch die Kommentatoren und Analysten betrachtet, die ja immer noch sehr negativ eingestellt sind. Also unterm Strich kann man einfach sagen, ich bin etwas positiver für den DAX eingestellt. Allerdings werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen, wir werden also da oben irgendwo bei 14.500, 14.550 Angebot reinbekommen, wenn der DAX dorthin kommen sollte, wohlgemerkt. Es sieht also insgesamt nach einer Konsolidierung aus. Danke für deine Einschätzung.